Dann können wir ja kurz warten, bis ihre Astralenergie wieder voll ist und nochmal ein Quick Save machen. Weil ganz ehrlich, das hebt beides recht lange und hilft ihr auch. So. Dann mal los. Schön hinter mir bleiben. So, dann rennen wir erstmal ins offene Feld. Bei meiner Axt. Nicht geknabbert. Na klar. Und hauen erstmal den Ork-Krieger weg. So, nicht den Oger. Erstmal soll das Kleinvieh weg. Aufgepasst. Okay. Gwendala, du heißt Vorgrim. Du auf den Hund. Das bin ich. So, da kannst du schon mal gleich auf den Unteranführer. Du trinkst sicherheitshalber mal ein. So, jetzt gehen wir alle schön auf den Unteranführer los. Oh, der Hund lebt doch. Alles klar. Dann Gladys, schieß mal den Hund ab. Du blitz dich, Find. Oh, wir sind bewusstlos. Das ist nicht so gut. Das bin ich. Schieß jetzt bitte diesen Hund. Danke. Candidus. So. Der Hund ist weg. Der Unteranführer ist weg. Wir können auf den Oger einhauen. Sprich, Freund. Du heißt besser, Benno hier nochmal. So, Wuchtschläge. Ich versuche mein Bestes. Und? Ich bin ja schon dabei. Das war ja Rettung in letzter Sekunde. Dachte schon, die Ogerbestie frisst mich lebendig auf. Aber wer schickt dich? Ist Hügelbold etwa durchgekommen? Ja, ich habe Hügelbolds Verfolger getötet. Er ist weiter, um Hilfe zu holen. Aber ich bin im Auftrag des Hesindetempels hier. Ich muss dringend in die Burg gelangen und dort ein wertvolles Artefakt finden. Du weißt nicht zufälligerweise etwas über den Verbleib des Auge des Drachens? Nö, das kenne ich nicht. Sind nur gerannt, bis wir draußen waren. Da kamen sie schon über uns. Diese Schwarzpelze waren überall. Hab versucht, sie aufzuhalten, um Hügelbold Zeit zu verschaffen. Aber wie konnten denn die Orks die Burg stürmen? In Ferdok hieß es noch, es gebe hier in der Region nur ein paar versprengte Sippen. Ein paar, das ich nicht lache, sind Horden von Schwarzpelzen, gut organisiert und unterstützt von fürchterlichen Ogern und einer finsteren Hexe und ihrer schwarzen Magie. Klingt
Das klingt seltsam. Weißt du noch mehr darüber? Zunächst waren es ja auch nur kleine Trupps in den Bergen. Ritter Tralda, der Burgherr, zeitig gutes Gold, um sie aufzuspüren. Ganze 100 Dukaten hatte er auf den Orkanführer Blutfang ausgesetzt. Nur dann drehte sich der Wind und die Orks griffen uns an, in Horden. Erzählt weiter. Die vermaledeiten Schwarzpelze hatten von Weißkorvo her Verstärkung gehalten. Nicht nur von ihrer eigenen Sitzschaft. Ein fürchterliches Hexenweib beschoss unsere Zinn mit Feuerbällen und riesige Oger mit einer wuchtigen Ramme machten aus dem Burgturm kürzester Zeit Kleinholz. Ritter Tralda führte dann einen verzweifelten Gegenangriff. Und was geschah dann? Hügelboll und ich stürmten auch mit raus, um die Bresche zu halten, doch diese Oger schlugen unaufhaltsam Mann und Frau, bis nur noch wenige Getreue übrig blieben. Und wisst ihr, was mit Ritter Tralda geschehen ist? Ritter Tralda und seine letzten Streiter verschanden sich im inneren Verteidigungsbereich der Burg. Wir aber wurden ausgesetzt, um Hilfe zu holen. Und hier bin ich. Was für eine Schlacht. Aber auch wenn alle Orks des Orklandes vor der Festung stehen würden, ich muss in die Burg, Kundwein. Das Auge des Drachen darf nicht in die Hände des Feindes fallen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Ihr scheint es wirklich ernst zu meinen. Ich helfe euch. Folgt mir. Ich führe euch zum Geheimgang. Gut, okay. Wir sind schon auch noch ziemlich geheilt eigentlich. Folgen wir ihm erstmal. Hier alles absuchen können wir nachher noch. Folge mir! Ach, da geht's runter, okay. Ich hoffe, er bleibt vorher noch einmal stehen. Wenn ja, dann werde ich wieder zurückgehen und, obwohl, machen wir erst die Orks tot. Dann können wir in Ruhe alles abgrasen. Weil das ist nur noch eine kleine Orkschaft. Ach ja, defensiv können wir wieder ausmachen erst einmal. Na klar. So. Achso, das ist so eine Geschichte. Nun geh, folge dem Geheimgang. Er führt direkt in die Burg. Ich halte hier die Stellung. Du solltest versuchen, den Orks aus dem Weg zu gehen. Es müssen sich noch etliche in der Burg aufhalten. Vor mit dir. Ach, und pass auf die Spinnen im Keller auf. Ja, das werden wir. Mach dir keine Sorgen, ich bewache den Eingang. Folge einfach dem Geheimgang, er führt dich direkt in die Burg. Kuren. Gut, okay, sind hier Pechfackeln wieder drin, ja. Ein Schwert, ein Wort. Okay, da wollen wir allerdings noch nicht rein, wie gesagt. Schön, dass hier auch Borons Räder rumstehen. Oh, frischer Einbeersaft. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hoch und plündern da die Leichen, bevor wir uns hier unten um das Zeug kümmern. Nicht, dass die Leichen verschwinden. Machen sie nämlich auch, glaube ich, gerne mal. Und das wäre echt schade um das Zeug, was zum Beispiel der Ork, der Unteranführer, bei sich hat.
Und ja, dann kümmern wir uns erst um alle Pflanzen hier oben und dann auf die, um die Pflanzen auf dem Weg runter. Okay, der Oger liegt auf jeden Fall noch da rum, der Unteranführer auch. Auch die ganzen Einbeersäfte. Orkischer Kompositbogen. Eins, vier, vier plus sechs. Na, ist nicht so gut wie der Langbogen, den sie benutzt. Aber der ist ja auch nur eine einmalige Sache gewesen, der Langbogen. Ja. Das wollte ich nicht. So, wie voll sind wir denn schon? Oh, geht noch so. So, hier hinten ist jede Menge Zeug. Wir machen jetzt sicherheitshalber schon mal einen Quick Save. Weil bis jetzt lief im Gegensatz zum letzten Mal alles gut. Und ja, das haben wir abgeschlossen in den Händen der Orks. Die Orkherden haben herbe Verluste erlitten, aber noch haben sie ihre Pläne nicht aufgegeben. Orkherden, Orkhorden besser gesagt. Wenigstens konnte einige der treuen Gefolgsleute ihren Klauen entkommen. Ich konnte gute Gundwein befreien. Er war heilfroh, mich zu sehen. Keiner der Orks konnte meiner Waffe standhalten. Ja. Schleiche dich an den Orks vorbei. Die Orks lauern an jeder Ecke. Wenn auch nur einer mitbekommt, dass ich hier bin, werden auch die anderen nicht lange auf sich warten lassen. Am besten, ich schleiche mich unauffällig an ihnen vorbei. Auch wenn das einfacher gesagt ist als getan, es ist ein Versuch wert. Ja, also wieder schleichen innen drin. Hier ist noch Würselkraut irgendwo. Ah, hier. Und ja, sie hat ein Level abgekriegt. Das heißt, ich kann bei ihr... Geben wir mal wenigstens 2 Punkte in Speere. Und... Was ist das Maximum? 20. 21. Also ist eigentlich hier das Maximum 16, ne? Das ist ja auch nicht ganz so weit entfernt von. Nee, geben wir erstmal nichts weiter. Außer zaubermäßig vielleicht. Ja, den Armatrutz. Wenigstens um eine Stufe verbessern. Sanja. Und ich glaube, ich sollte Gladys auch noch den Armatrutz beibringen. Gibt nämlich keinen praktischeren Zauber als den. Ja.
Das ist wie in Dungeons and Dragons, die Steinhaut eigentlich fast schon. Weil Gwendala kriegt jetzt für... Okay, 12 bis 16 AP kriegt sie eigentlich... Ja. Je 3 Stufen plus 1 Modifikator. Das heißt, sie kriegt jetzt 5 eigentlich.